Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was wir jetzt machen. Wir spielen wieder eine Runde Victor Vran. Und ich denke mir, wir machen jetzt mal mit der Hauptquest weiter. Vorher machen wir aber schnell mal den Level up und haben einen Schicksalsslot dazu bekommen. Das ist schön. Da nehmen wir... den habe ich ohnehin schon. Wobei, nee, den habe ich nicht. Und dann machen wir das mal eben kurz hier mit der Maus. Und zwar wollen wir nämlich den Vampir 4. Den nehmen wir mal raus und setzen dafür den Vampir 3 rein, den wir gerade gekriegt haben. 10%, ja gut, der hat nur 7%, aber dafür haben wir einen Punkt wieder übrig. Jetzt haben wir nämlich noch einen Punkt. Und da könnten wir noch eine Karte reinpacken. Und zwar... Welche nehmen wir da? Welche nehmen wir da? Beast brauchen wir eigentlich nicht. Akrobat ist Ausweichen, ne? Naja. Ausweichen tue ich eher selten. Dann würde ich sagen, mehr Overdrive hilft immer. 30% schneller, das heißt, wir haben jetzt eigentlich so gut wie immer Overdrive verfügbar. Okay, und dann gehen wir hier raus ins Zawibelviertel, wo wir schon alles erledigt haben. Und wir geben... Ups. So. Dann Hör begeben mal zu, wir uns... Dieser hier ist echt lustig. Ui. Hier... Meine Frau. Also Hilfe und wenn ich sage, ich vermisse sie. Wir kämpfen jetzt ein bisschen mit. Ich meine, wir haben ja einiges stehen. Beim Reingehen. Und wir haben die Schlitte auf uns gewartet. Entschuldigung, dass ich nicht wiederkomme. Heidewitzka. Das hier ist der Beste. Nicht feixen. Du bist der Nächste. Kurz und knackig. Nicht wahr? Lieber mal einen Heil dran. Sicherer ist das. So, du musst noch dran glauben. Und deine Kumpels von hinten aber noch vorher. Denn die fallen schneller um. So. Den noch. Und dann nehmen wir mal das Gewehr in die Hand. Denn da können wir den viel besser mit erwischen. Aua. Okay. Ich suche mal die Taktik. Einfach mit draufhauen ist dann doch immer noch die beste. Tschüss. Der noch ein paar davon ab. Richter. Sehr schön. Dann haben wir weg. Dann haben wir ein bisschen Ruhe. Da ist ein Fragezeichen. Stärke. Nice. So, das Herz des Frostes müssen wir erreichen. Dafür müssen wir aber in die Stadt zurück, glaube ich. Nein, da wollte ich nicht hin. Ich wollte auf die Karte schauen. So. Und zwar, oder auch nicht. Moment mal. Das Schmugglerversteck, da kommen wir noch nicht rein. Der Wegpunkt. Wir gehen zurück zum Schloss. Haben jetzt eh nichts so Tolles gekriegt. Denn vom Schloss aus können wir mal eben direkt gucken, wo wir hin müssen. Ist dann ein bisschen einfacher und ich muss mal eben einen Schluck Kaffee trinken, nicht? Deswegen bewege ich mich nicht. Beziehungsweise renn sinnlos vor den Tisch. So, jetzt aber. Die Karte öffnen. Warum ist da ein Stern? Weil wir da alles erledigt haben. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir dort ins Händlerviertel. Moment mal, wie... Ach so, Händlerviertel, nicht Hosviertel. Ja, gut, dann... dann ins Händlerviertel. Nur ein Gargoyle erschleudert. Ach du Dicke sei. Naja. 5 Blutschergen mit einer einzelnen Attacke oder Dämonenkraft. Ja, ist auch klar. Fluch der Zeit brauchen wir. Obwohl, Fluch der Zeit, was macht der? Bewegen sich schneller und greifen schneller an. Ach, weißt du was? Wir machen den mal an. So, dann. Achso, mit Fernkampfattacken dann aber. Tja. Schauen wir mal, ne? Ah.
Araje. Vampire. Jetzt muss ich nochmal gucken, wen sollte ich nur mit Fernkampf... Wenn sie nicht glitzern, sollten sie keine Gefahr sein. Vampire. Fernkampf mit Fluch der Zeit. Gut. Machen wir. Fernkampf machen wir auch. Aua. Alter Schwede, die sind ja nervig, die Typen. Wieso können die sich denn unsichtbar machen, die Blödhammel? Aua. Ja, komm. Ich seh zu langsam dafür, du Lusche. Und jetzt stirbst du. Was im Falle eines Vampirs eigentlich irgendwie auch lächerlich klingt, aber naja. Nehmen wir auch noch mit. Komm, fall um. Sehr schön. Warte mal, diese Akolyten, wie sollte ich die umnieten? 5 Blutschergen mit einer einzelnen Attacke. Ach so. Ach so, Blutschergen. Okay. Naja, dann wollen wir mal sehen. So, hier kann ich reingehen und finde nichts. Das ist nicht so viel. Sehr gut. Oh, da oben ist wieder so ein Vampirfuzzi. Den möchte ich natürlich gleich mit erledigen. Aua. Darf. Ach, diese Blutschergen sind aber auch echt irgendwie... Ach. So, wo gehst du hin? Da gehst du hin. Mach mal deinen lustigen Sonnenstrahl an. Ich kill dich trotzdem. Lusche. Oh, 10 Stück davon. Na, schönen guten Tag auch. So, fall um. Umfallen habe ich gesagt. Ups. Weg. Ja, komm. So. Das nehmen wir auch noch mit. Oh, aua. Doof, Mann. Feierabend. Das ist ja die Frage, oder naja, die Frage ist falsch gesagt. Komme ich da hoch? Ja, cool. Das bringt mir ja... Oh, ein Geheimnis bringt mir das. Sehr schön. Nice one. Hatte ich jetzt gar nicht so mit gerechnet. So, was haben wir da für ein Dungeon? Das, achso, da geht es zurück ins Zwiebelviertel. Da wollen wir ja gar nicht hin. Sondern wir wollen ins Herz des Frostes. So, den Gargoyle. Da darf ich nur einen einzigen von erschlagen. Das heißt, den würde ich mir ja sehr gerne eigentlich sparen. Stellt sich halt nur die Frage, wie ich das bewerkstelligen kann, wenn der mich angreift. Aber ich gehe einfach mal weiter. Ja, komm. Mach mal wieder einen auf Stein. Okay. So, den Blutschergen. Machen wir kurz weg. Ach, den Gargoyle, der soll mal wieder zurück in seine... Ach, Mann. Na gut, da wird er halt doch gekillt. Unaufhaltsam, ey. Was hast du hier? Unaufhaltsam. Von wegen.
Eine Blitzbombe. Das ist gut bei so einem Blitzmerker wie mir. So, drei Mobs noch. Und dann darf ich endlich wieder Tränke einsetzen. Wobei... Aber wenn ich es mir recht überlege, scheinen diese Vampire doch mächtiger zu sein als die Monster, denen du dich bisher gestellt hast. Bist du sicher, dass du für diese Herausforderung bereit bist? Bin ich. Wir wollen doch nicht, dass du wie dein Kumpel Adrian endest, oder? Komm, meine ich doch. Alter, wie bist du denn drauf? Ja, Lauerer. Jetzt hör auf zu lauern und zeig dich. Sack. Bleib schön da stehen. Alles cool. So, weg mit dir. Ja, dann haben wir den auch erledigt. Sehr schön. So, den machen wir den locker mit weg. Tschüss. So, dein Kumpel nehmen wir gleich nochmal mit. Fall halt um. So. Und ich darf endlich wieder Tränke benutzen. Juhu. Was muss ich denn noch an Quests erledigen? Nur einen Gargoyle? Ja gut, das kriegen wir schon hin. Erschlage 5 Blutschergen mit einer einzelnen Attacke oder Dämonenkraft. Erschlage Vampir-Fernkampfattacken immer noch auf die Vampir-Akolyten. Da muss ich erstmal mehr von finden, um die damit erschlagen zu können. Das hatte jetzt ein bisschen was von... Aua. Ach, ihr Hammel, ihr Blöden. Gut ist, dass ich ja jetzt wieder jederzeit einen Trank nehmen darf, was ich auch jetzt direkt mal tun werde. So, ich muss hier mal kurz weg. Tschüss. Aua. So, der kriegt ins Gesicht. Kann mit seinen lila Kugeln machen, was er will, aber nicht auf mich schießen, bitte. Bleibst du hier? Bleibst du hier, du Feigling? Wieso heilt er sich denn? Das ist ja auch irgendwie gar nicht mal so richtig geil. Hey. So, und jetzt fällst du um. Oder auch noch nicht. Gleich aber. Bin mir ziemlich sicher. So, habe ich es doch gewusst. Ja, was ist hier? Pumpkin Pie Festival. Also irgendwie hat das Spiel eine Menge mit Kürbissen zu tun. Wieder so ein Lauerer. Ich will doch die anderen. Die muss ich doch killen hier mit Fernkampf. Super, jetzt kommt auf der anderen Seite noch einer dazu. Ja, läuft. Klasse. Dafür kam da schon mal einer weg. Ach nee, das wollte ich gar nicht. Bleib doch mal hier. Ich tue dir auch nur ein bisschen was. So, tschüss. Dann schauen wir mal, was denn hier unten für... Ach, dickes Ei, was geht jetzt denn ab?
Ich muss hier weg und wieder die Fernkampfwaffe ausrüsten. Hey. Endlich mal wieder so ein Akolyten-Heini. Komm, baller doch mit jemand anders. Ich meine, auf jemand anders mit deinem Dings da. Deinem komischen Strahl. Blöd, Mann. Ja, super. Nummer 2. Kannst den schnell mal beseitigen und dann können wir den auch. Vampirfürst. Na, Glückwunsch. Ja, komm, fall um. Geht doch. Junge, 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 Junge. Ja. Achso, das ist das Ding. Und das Dungeon war da oben. Na gut, dann gehen wir da oben hin. Können wir uns sparen. Da komme ich nicht hoch genug. Ach du dickes Ei, was haben wir denn jetzt? Sind das Gargoyles? Ja. Gehen wir mal wieder hier unten in Sicherheit. Und haben jetzt unseren einen Gargoyle besiegt, glaube ich. Na gut, ist ja egal. Ich schaue jetzt einfach mal um, wenn das jetzt... Was sind das denn für Typen? Champion und tote Soldaten. Ja, aber nicht mehr lange. Vielleicht sind es nämlich ganz tote Soldaten. Hüpf. So, das nehmen wir mit. Und du ballerst auch nicht mehr wirklich hier rum in der Gegend, ne? Danke. So, wenn wir schon da sind, nehmen wir das kurz mit. Sicherheitshalber schon mal wieder auf Fernkampf schalten. Dann gucken wir mal, was hier so los ist. Okay, na super. Na, so, ja, herrlich. Hier reichlich, natürlich. Wir haben es ja hier. Vampirfürst noch dazu. Klar, why not? So, warte mal, die gehören nicht. Das sind keine. Akolyten. Das heißt, ich kann die eigentlich ja wohl. Okay. Und tschüss. Ihr Hammel. Trotzdem wieder auf die Fernkampfwaffe. Blitzgewehr mit Ü. Kommt man hier hoch? Not, oder? Ne, eher nicht so, ne? Ne, ne. Aber von der anderen Seite sicherlich. So, was haben wir denn hier? Ach, du ahnst es nicht. Die Residenz der Sammlers und Vieh. Ach, nur ein Gargoyle. Jetzt knall ich das. Ne. Ist das blöde. Ich kann nicht ahnen, dass das der Name von dem Kollegen ist, ey. Okay. Ach du Scheiße. Was kommt da denn alles an, ey? What the fuck? So, die doofe Feueressenz noch.
Jetzt nehme ich mal den doppelten Schaden aber doch mal mit, um mal oben die Spinne noch zu beseitigen. Die Zoo-Kreatur nämlich. Machen wir mal auf die einfache Taktik. So, da liegt es nämlich auch schon. Irgendjemand. Ach so, der Meister des Zoos. Ach cool, da kriegt man Leben, wenn man über die Dinger läuft. Hab ich auch noch nicht gewusst. So. Mein lieber Scholli, ey. Wie hieß das jetzt da unten? Habe ich schon wieder vergessen. Die Residenz des Sammlers. Ja, wisst ihr was? Folge ist eh zu Ende. Nächste gucken wir uns hier mal die Residenz des Sammlers kurz ein bisschen an. So würde ich nämlich sagen, mit dem Schuh draus. Ich guck nochmal. Ja. Ich guck nochmal ganz kurz auf die Karte. Und, ah ja doch. Da müssen wir nämlich hin. Ins Herz des Frostes. Na gut, dann würde ich sagen, wie geht's dir, ja, kommentieren und Daumchen nach oben und viel, viel Abos und so ein Zeug. Und wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme, ne? Ciao.